Also es ist so schnell vorbeigegangen. Oh mein Gott. Und es war viel leichter als erwartet. Also gefühlt habe ich mir das viel schlimmer vorgestellt. Das stimmt. Wir haben voll viel gegessen. Also nicht, dass ihr denkt, wir haben gehungert. Also genau, wir wollten ja jetzt noch mal ein bisschen so sagen. Mhm. Hast du dir was aufgeschrieben? Nö. Was haben wir in diesen 14 Tagen so festgestellt mit der Ernährungsumstellung? Mhm. Ja, genau. Ja, es war Samstag, wo wir einkaufen waren. Und am Dienstag ging, glaube ich, erst die Challenge los. Genau, ja. Und ich gucke sie an. Sophie, du brauchst mehr Bananen. Und sie so, nein. Nee. Ich habe da schon welche gekauft. Ich habe schon mehr gekauft als sonst. Und ich so, ja, aber du hast jetzt vielleicht 3 Kilo Bananen gekauft, aber die müssen ja noch reifen und dann brauchst du ja noch mehr, weil was soll ich denn satt machen? Sie so, ich will Salat essen. 3 Tage später kommt Sophie nach Hause. Ich brauche mehr Bananen, ich muss jetzt zu kochen. Ich brauche noch Kisten. Es ist, glaube ich, auch mein größtes Fazit, also Fully Raw Challenge ohne Tonnen, Kiloweise Bananen funktioniert einfach nicht. Und man kann Bananen für alles benutzen, es ist der leckerste, billigste und einfachste Weg, um schnell Kohlenhydrate reinzubekommen. Auf jeden Fall. Also einfach. Und hier in Deutschland ist es auch einfach so, man kriegt nicht mal eben immer eine schöne Mango oder mal eben eine schöne Ananas. Mhm. Bananen sind aber meistens immer da. Ja, wir zeigen auch nochmal in einem anderen Video ein ganz genaues Banane-Ice-Cream-Rezept für die, die es noch nicht so ausprobiert haben und es gerne machen möchten. Goldene Regel, Bananen können nicht schlecht werden. Ja. Also je bräuner sie sind, desto besser. Und wenn sie wirklich so krass braun sind und fast eingehen, wo ihr denkt, oh Gott, das geht gar nicht, oder die Fliegen kommen, dann einfach Haut abziehen und in den Gefrierkühler machen. Und ja, dann halten sie sich ewig und dann könnt ihr richtig geile Nice Cream. Ja. Und jeder, der jetzt sagt, das esse ich aber so nicht mehr, bringt sie uns vorbei. Ganz ehrlich. Bitte, ja. Wir essen sie. Was wir auch auf jeden Fall noch gemerkt haben von der Ernährung her, wir wollten dann eigentlich viel einfachere Gerichte mit wenigen Zutaten essen. Mm. Wir hatten dann gar keine Lust mehr auf so einen Riesensalat mit 15, 20 Zutaten und Gewürzen. Mm. Wir hatten auch mehr Energie, würde ich jetzt so sagen. Naja. Man, ja, brauchte keinen Mittagsschlaf. Man brauchte keinen Kaffee, grünen Tee, sonstiges. Also es war ein ganz neues Level, was man jetzt erreicht hat. Man war nicht so, also ich stehe ja um 5 Uhr morgens auf, dass ich so ab 21 Uhr nicht mehr ansprechbar war. Nee. Das ist mir auch aufgefallen, was länger war. Ja, es war wirklich so, dass ich dann bis 22, bis 23 Uhr dann einfach mal wach war. Ich gehe normalerweise immer um Mitternacht ins Bett. Jetzt aber in der letzten Zeit war ich immer bis, keine Ahnung, mindestens 2 Uhr morgens wach, habe noch Videos geschnitten und so weiter. Und also ich meine, wäre ich müde gewesen, wäre ich auch ins Bett gegangen. Aber ich hatte einfach voll viel Energie. Ich bin auch abends teilweise nach Hause gekommen und habe meine Sachen abgelegt und bin raus joggen gegangen. Mhm. Was ich normalerweise nie gemacht habe. Ja. Ich habe auch beim Sport gemerkt, ich mache ja Pilates und fahre Fahrrad. Und ich habe gemerkt, dass ich wesentlich fitter bin. Vielleicht liegt es jetzt auch einfach nur daran, dass ich schon jetzt langsam trainierter bin. Vielleicht, ja. Aber ich habe halt jetzt gemerkt, in diesen 14 Tagen, ich bin nicht so schnell ins Schwitzen gekommen. Mhm. Ich war nicht so ausgepowert, also ich hab mir schon Mühe gegeben, habe mitgemacht und alles, aber ich war dann am Ende, ich habe was gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich nichts anderes machen konnte. Krass, ja. Interessant. Ging mir genauso, ja. Weil ich renne eben immer, ich jogge meine 5 Kilometer oder 6 Kilometer im Park und die letzten Male, wo ich joggen war, hätte ich auch weiter rennen können. Ich dachte so, okay, nee, jetzt gehe ich nach Hause und esse, weil sonst wird es ein bisschen zu spät zum Essen und etc. Aber ja, ich weiß nicht, meine Beine wollten einfach weiter rennen. Also es ist krass. Vielleicht solltest du mal viermal beim Halbmarathon vertreten. Das stimmt. Daumen hoch, wenn ihr die Idee gut findet. Was können wir noch so erzählen? Was hat uns noch positiver überrascht? Weniger Hungergefühl. Ja, das fand ich auch sehr krass bei mir. Ich meine, wir haben viel gegessen, klar, aber zum Beispiel morgens, als ich aufgewacht bin, hatte ich nicht krass Hunger, dass ich jetzt sofort in die Küche rennen muss und das essen muss. Und auch abends, als ich nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, war es jetzt nicht so, oh Gott, ich gehe nach Hause und muss sofort essen. Nein, ich bin nach Hause gekommen, joggen gegangen, etc. Man fühlt sich viel freier. Ja. Weil man weiß, ja, ich stehe dann auf und ich kann auch das und das machen. Oder ich kann ganz entspannt machen. Der Magen scheint nicht, oh mein Gott, fütter mich.
ich habe dann auch echt krass nicht mehr, ich muss nicht mehr so zittern, wenn ich das gegessen habe, wenn ich, ach, du weißt schon, ich muss nicht mehr so zittern, wenn ich lange Zeit nichts gegessen habe, das ist total klasse, man fühlt sich richtig, richtig befreit und unabhängig von dem ganzen Essen, das ist ja schön. Also du isst, wenn du Hunger hast, wenn du keinen Hunger hast, isst du nicht, man hört einfach viel mehr auf seinen Körper. Mhm. Was ich halt noch krass gemerkt habe, aber du wahrscheinlich auch, wie der Horizont sich erweitert. Man muss sich für mehr interessieren, weil man halt nicht mehr die gewöhnlichen Sachen essen kann oder machen kann. Mhm. Und dann liest man sich ein, wir haben voll viel YouTube geschaut. Oh ja. Wir haben uns echt von so vielen inspirieren lassen. Und ja, also man erweitert, wie gesagt, seinen Horizont. Ja, so Sachen wie unseren Burger. Hätten wir nie gedacht. Also ich hätte nie gedacht, dass man also einfach so diesen Pilz essen kann und das schmeckt gut. Ja. Es hat wirklich gut geschmeckt. Und das ist so, wow, jetzt weiß man einfach, man kann sich so einen Pilz nehmen, da die Soße reinklatschen, ein bisschen belegen und kann das essen. Und es ist super, es füllt einen. Voll, es füllt echt krass. Ja. Ich habe mir den Pilz jetzt schon dreimal gemacht, den Pilzburger. Ja. Das ist wirklich schon echt cool. Ja. Also man weiß einfach, dass es noch mehr gibt, als einfach das normale gekochte Essen mit Reis und Gemüse etc. Ja, von dem her können wir jetzt auf jeden Fall echt variieren. Ja, oder man steht wirklich da, man kocht oder möchte irgendwas benutzen. Ist das jetzt wirklich roh? Ja. Warum ist das roh oder warum ist das nicht roh? Eben. Die Detox-Erscheinungen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass man so eine krassen Detox-Erscheinung bekommt, weil wir haben uns ja schon vorher vegan ernährt und dass wir dann trotzdem noch Kopfschmerzen kriegen und uns nicht gut war und die war ja auch voll oft schlecht, ne? Mir war manchmal schlecht morgens und ich habe in letzter Zeit, die letzten Tage, immer Kopfweh bekommen. Also ganz kurz, nicht stark, aber trotzdem wirklich jeden Tag hatte ich ein bisschen Kopfweh. Kann ich mir auch nicht genau erklären, vor allem ist es ja jetzt schon das Ende der Challenge, aber ich weiß nicht. Ja gut, also ich meine, 14 Tage sind echt nicht viel. Ich habe jetzt auch gemerkt, meine Haut ist nicht so viel besser geworden. Nun bist also ganz, ganz wenig klar. Es geht in gute Richtung, aber noch nicht das, was ich gewünscht habe. Ja. Ja, ich meine, der Körper braucht einfach länger Zeit. Ja. Was noch? Abgespeckt. Wir haben, ohne es zu wollen, abgespeckt. Wir machen ja diese Challenge nicht, um abzunehmen etc. Wir wollten einfach nur ein bisschen Detox und den Körper detoxen. Und auch ein bisschen als Mutprobe. Ja. Und ja, also wir haben beide verloren. Ich muss in meinem Gürtel ein Loch zurück oder ein Loch weiter rücken. Ich weiß nicht. Ja, yeah. Hauptsache, da sind noch Löcher, ne? Sonst müssen wir noch welche machen. Ja. Yeah. Wenn es so weitergeht. Du auch, gell? Ja, also ich merke das auch an den Hosen und so, dass es einfach mehr Luft dann da drin ist. Das ist echt cool eigentlich, weil jetzt für den Sommer ist das ja lieb. Jetzt die große Frage. Was kommt jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Guck mich doch nicht an, frag ihn. Bonnie, wie geht's weiter? Aber ich glaube, der erlebt sich schon roh vegan. Ja, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich mich jetzt nicht mehr roh ernähre, dass ich wieder diesen Detox auch teilweise durchmache. Also wenn ich jetzt nicht jeden Tag was Gekochtes esse und dann immer der Körper immer so hin und her schwankt. Ich weiß nicht, wie das dann so ist, wie so auf lange Sicht gesehen, ob man dann ständig dieses Verlangen hat, ich brauche jetzt Kohlenhydrate, ich muss jetzt Kartoffeln essen. Mhm. Jetzt gerade, ich weiß, es gibt Kartoffeln und Reis und sie existieren und es ist mir eigentlich relativ, ja, sie dürfen existieren, aber es ist mir jetzt eigentlich auch nicht so gut. Ja. Ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn man jetzt wieder anfängt mit dem gekochten Essen. Na, ich weiß. Aber ja, ich habe damals überlegt, ich denke, es wird nicht so krass sein. Ich denke, wenn wir uns jetzt roh köstlich ernähren und halt ab und zu was Gekochtes essen, wird der Körper auf jeden Fall müde sein danach, weil er halt dann wieder viel mehr verdauen muss. Aber ich denke jetzt nicht, dass es halt krass Achterbahn hoch und runter, Detox-Erscheinung und dann so weiter und so fort sein wird. Das können wir ja festhalten. Ja, das werden wir auf jeden Fall festhalten. Also ich denke, ich werde erstmal weiter versuchen, mich so gut es geht roh zu ernähren, aber nicht jetzt wie bei der Raw Challenge, da haben wir wirklich
über jedes Ding nachgedacht und oh mein Gott und so, weil es war ja wirklich auch eine Challenge, es war ja nicht ein Raw-Spaziergang oder so, sondern da wir wollten das schon richtig, wir wollten das schon richtig durchziehen und es sollte wirklich auch challenging sein, also eine Herausforderung sein. War es ja auch. Also, ja, aber das Leben ist ja schon Herausforderung genug. Und dann würde ich jetzt sagen, ich versuche erstmal jetzt auch gerade für den Sommer und so weiter mich rot zu ernähren. Aber wenn ich jetzt mal Bock habe oder wenn ich irgendwo hingehe und es gibt halt dann nur eine vegane Suppe, dann esse ich halt die vegane Suppe. Hm. Ja. Also was ich jetzt auch für mich entschieden habe, ich werde jetzt auf jeden Fall umstellen oder halt so weitermachen wie in den letzten 14 Tagen mit Raw Till 4, das auf jeden Fall. Dann halt Smoothie zum Frühstück sowieso, Smoothie zum Mittagessen, klar, es ist einfach billiger und es ist super einfach, es mitzunehmen und es ist super lecker. Hier sind wir wieder. Bla bla bla. Ja, abschließend wollen wir uns noch an alle bedanken, die uns bei dieser coolen Challenge unterstützt haben. An unsere Familie und Freunde, an unsere Followers natürlich, an unsere neuen YouTube-Freunde, nette Bekanntschaften. Und ein ganz dickes Dankeschön an unseren netten Nachbarn. Ja, danke, danke, danke. Danke, Markus, für seine geile Kameraausstattung und Stativ. Und Berat und Tat vor allen Dingen. Ja, das war wirklich Coaching, auch mit YouTube und alles Mögliche. Vielen Dank. Ja. Das ist echt cool von dir. Deine Kamera behalten wir aber trotzdem. Genau. Wir behalten alles. Auch deine Küchenmaschine. Aber du kannst sie ja noch mit benutzen. Wenn genau. Du kannst ja hier klingeln und nachfragen. Dann. Ist okay. Mach dann was. Ist okay. Lässt sich da was machen. Ja, voll cool, was man so, wie man so kennengelernt hat. Ja. Und von wo man Unterstützung gekriegt hat und das Interesse von den Leuten. Das ist echt cool. Ja. Bleibt dabei. Und ja, besucht uns auf Facebook, schreibt uns gerne. Ja, Instagram haben wir noch nicht, Twitter auch nicht. Kommt noch alles. Was gibt's denn noch so? Snapchat? Auch noch nicht. Wir haben noch kein E-Book, kommt auch noch. Ja, das E-Book ist auch schon eine Arbeit. Ist ab heute geplant. In Planung. Und unser YouTube-Studio wird auch demnächst dann aufmachen. Ja, mit privatem Koch. Und privatem Kameramann. Okay, das reicht jetzt. Okay, wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß bei dieser Challenge. Haben und bitte gelacht. Es kommt noch viel mehr. Also seid gespannt, bleibt dran, erzähl so weiter. Wir freuen uns auf den Rest. Ja. Tschüssi! Tschüss.